Hi, liebe Zuschauer. Nochmal 7 Tage später. Jetzt habe ich gerade das Datum vergessen. Dude, was haben wir für ein Datum heute? Wir haben jetzt Sonntag, den 8. Mai. Und vor 7 Tagen könnt ihr auch das Video angucken. In der Homehive Tutorial Playliste haben wir ja die Altkönigin mit einem Kunstschwarm rausgenommen. Und haben dann sozusagen die Schwarmzellen drin gelassen. Ich habe vorhin übrigens schon 2 rausgenommen. Da habe ich schon mal ein bisschen Königinvermehrung schon gemacht außerhalb vom Video. Die restlichen Zellen haben wir jetzt aber immer noch drin. Und jetzt geht es ja darum zu gucken, dass dieses Muttervolk, wo die Altkönigin schon als Kunstschwarm woanders da sitzt, jetzt nicht ins Splitterschwärme rausgeht, weil wenn man jetzt die Zellen nicht runternimmt, sind ja viel zu viele weiße Zellen drin, dann ist die Chance doch einfach viel zu hoch, dass genau dieses Bienenvolk sich nochmal mit Nachschwärmen aufteilt. Und das gilt zu vermeiden. Und auf der anderen Seite ist mir ja ganz wichtig, dass wir diese wunderbare Genetik jetzt weiterhin vermehren. Und wie das jetzt alles funktioniert, das zeige ich euch heute. Vielleicht gerade nochmal einen Blick auf die Stockkarte, dass wir da einen Überblick haben. Also hier können wir ja sehen, ich habe hier im Mai KS als Kunstschwarm rausgezogen. Ich habe den Strich runtergezogen. Das bedeutet, jetzt ist eine neue Königinentstehung. Dann weiß man übrigens auch immer, wann Königinnen gewechselt wurden. Wenn man es mal Referenzjahr vom letzten Jahr anguckt, dann sehen wir, es war ein Kunstschwarm im April gezogen. Und die haben ja damals schon eine Altkönigin gehabt, weil 2020. Ja, letztes Jahr war ja 2021. Das heißt, ich habe eine einjährige Königin hier in diese Kiste gesetzt. Und die Königin wurde dann hier überhaupt nicht ausgetauscht. Und jetzt, dieses Jahr im Mai, haben wir dann sozusagen wieder den Wechsel. Das Schöne ist übrigens immer an der Kunstschwarmtechnik, dass wir einfach der Natur da am nächsten rankommen. Weil das funktioniert ja ähnlich wie ein natürlich ausgebüxter Bienenschwarm. Vermutlich ist der Honigraum immer noch sehr schwer. Oh ja. Und hier, oh ja, auch. Haben sie auch wieder gut gefüllt. Wow. Heute werden keine Waben abgeschüttelt. Weil es geht mir ja darum, gute weiße Zellen da jetzt rauszuholen. Deswegen tun wir da gleich mal das Wabengestell rein. Und dann schauen wir mal ganz gemütlich hier erstmal durch. Das hier ist auf jeden Fall schon mal Drohne und wird rausgenommen. Ihr seht, dass ich da hin und wieder die Waben schräg halte und schüttel. Das macht man, damit der Nektar nicht hier im Eimer zu viel landet, sondern dass man wirklich das Gut dem Bienenvolk wieder zurückgeben können, das Sammelgut. Okay, hier der Oberträger, der bleibt an der Stelle, wie er ist. Hier haben wir nochmal Drohnen. Die können wir allerdings noch weiterhin benutzen als Milbenfänger, weil die noch nicht verdeckelt sind. Die war aber schon richtig schwer. Und das ist auch die Drohne. Wow. Und upsala, da habe ich jetzt natürlich geschüttelt. Das war nicht der Plan. Tatsächlich haben wir aber heute die Königinnenzellen schon außerhalb ihrer kritischen Phase. Und die Wahrscheinlichkeit liegt da trotzdem bei, ja, über 90%, dass hier die Königin wohl wieder schlüpfen kann, ohne Schüttelschäden. Da ich hier jetzt auch Drohnen schlüpfen lassen möchte von diesem schönen Volk, nehme ich jetzt nur die Hälfte der Drohnenmasse raus. Die anderen, die sollen hier bitte schlüpfen. Oh, da waren jetzt aber gerade Milben drauf. Dem Schnitt, dann gucken wir doch hier nochmal genauer rein. Hier ist Milbenkot. Da war eine Milbe. Ja, das sollte man nochmal ein Rippchen rausnehmen. Jetzt sieht's okay. Hier, nee. Wieder eine Milbe.
Also das reicht mir aus, um ehrlich zu sagen, nee. Dann ist da leider auf die Drohnen gepfiffen. Da ist die Belastung noch zu hoch. Dafür lassen wir jetzt aber andere Drohnen warm schlüpfen da drin. Das sollte auf jeden Fall nochmal eine schöne Wabe kommen mit Drohnenbrut. Eine abgeschnittene Wabe ist kleiner geworden, deswegen setzen wir die jetzt hier an den Rand. Solange Bienenvolk übrigens keine Königinnen-Eiablage hat, sind die äußerst baufaul. Und da sollte man dann schon gucken, dass man die Waben, die man abschneidet, nicht mehr mittig setzt, wie bei einem Bienenvolk in Schwarmtrieb, um wieder schnell Bautrieb zu fördern, sondern diese Waben setzt man an die Seite so lange, dass wenn sie wieder in ihren Prozess reinkommen, mit ihr Königin legt Eier und sie machen da halt ihr Ding und wir wollen wieder Waben haben, dann können wir in die Mitte auch mal kleinere Waben reintun, damit sie wieder schnell ausbauen. Egal, Entschuldigung, zurück zum Thema. Hier haben wir jetzt die erste Weißelzelle und wir impfen mit den Weißelzellen eigentlich mein Königin Home Hive. Da wir davon aber einfach noch zu wenige haben, muss ich hier jetzt noch Alternativen machen. Und als Alternative sind diese Apidea-Kisten tatsächlich ziemlich gut eigentlich. Da können wir jetzt ein kleines Löchle machen. Und die Weißelzellen einimpfen. Erste ist schon drin. Seht ihr, hier ist auch noch mal eine Weißelzelle. Wow, eine richtig gute. Die möchte ich drin lassen hier für dieses tolle Volk. Die bleibt. Hier ist eine Schwarmzelle. Möglicherweise da unten unterm Bienenkleid auch nochmal Schwarmzellen. Ich merke, das Volk ist heute nicht so gut gelaunt. Das könnte daran liegen, dass da ein Sturm im Anmarsch ist. Hier eine richtig tolle Zelle. Wunderschön. Legen wir das mal hin. Dann gucken wir, ob wir da noch mal einen da unten haben. Die da hier lassen wir. Und dann sollte hier noch mal eine sein. Ja, genau. Diese hier. Wenn ihr eine Selektion von euren Königinnen haben möchtet, dann tut man mehrere Königinnen in eine Kiste rein. Und wenn ihr jetzt aber sagt, nee, ich will nicht selektieren, dann tut man nur eine rein. Weil dann haben ja die Bienen keine Wahl und müssen die Königin annehmen. Ich muss jetzt hier ein bisschen einfach mitrechnen, wie viel wir da tatsächlich reintun können. Weil jetzt in dem Fall möchte ich eigentlich mir so viel von diesen Königinzellen aufbewahren, wie es einfach nur geht. Die Anzahl ist ja begrenzt hier für das Volk. Fällt mir jetzt nicht so arg. Also ein Loch machen ist eigentlich immer besser.
weil dann kann die Zelle da auf gar keinen Fall runterpurzeln. Und die Bienen kleben die wieder fest. Okay, jetzt haben wir hier eine drin, da haben wir eine drin, da oben liegt noch mal eine. Jetzt schauen wir einfach mal, was wir da noch alles finden. Hier lassen wir ja auf jeden Fall die eine Zelle drin. Also da müssen wir jetzt mitrechnen. Eine Zelle ist zu 100% drin. Und jetzt schauen wir, wie viele Zellen wir hier noch rausbekommen. Zwei Stück habe ich mir vor dem Video schon rausgenommen. Hier ist jetzt noch mal eine. Hier ist eine, die Bienen ausgebissen haben. Kann man daran erkennen, das war kein Schlupf. Die Bienen haben die Königin rausgeholt. Wir sehen hier eine Zelle, die genau dasselbe Problem hat. Die ist hier aufgebissen worden. Ja, hier war nämlich nochmal eine. Da muss ich kurz raushängen. Und die hier brechen wir jetzt einfach mal auf, um reinzuschauen. Ja, also hier war irgendwas mit der nicht ganz in Ordnung. Weil die Bienen haben ja hier angefangen aufzubeißen, hier dieses Löchle hier. Und das machen sie ja eigentlich nur, wenn die kurz vorm Schlupf ist oder wenn die beschädigt sind, die Zellen. Okay. Also hier haben wir jetzt schon zwei Zellen drin und ich würde es jetzt auch so belassen auf diesen zwei. Dann ist das hier schon getan. Dann haben wir hier die Kiste, da ist auch schon eine Zelle drin. Sonst haben wir hier keine. Aufgebissene Zelle. Sieht auch richtig gut aus hier. Sonst ist hier keine, also da haben wir nur die eine. Zelle Nummer 2. Mache ich am besten auf dieselbe Wabe drauf. Die ist nämlich noch schön schneeweiß und kann man gut reindrücken. Zweite Zelle reingeimpft. Oh ja, hier oben. Ha, ja, beinahe vergessen. Hier wird es jetzt schon einfacher, weil hier haben wir ausreichend Wabenbau drin,
Und dann kann ich natürlich diese Technik benutzen und die Königinzellen einfach so reinstecken. Das ist mir natürlich auch die liebste Technik. Wow, also wir werden reich beschenkt von diesem Volk. Hier ist nämlich noch mal eine Zelle. Und ganz da oben hat sich noch mal eine versteckt. Ich nehme diese Schwarmzellen übrigens immer ganz vorsichtig in meinen Mund rein. Dadurch habe ich nämlich diesen Vorteil, dass ich meine Hände frei habe. Und seht ihr, das Volk ist mega stark. Und hier sind zwei Türme mit, ja, auch gut Bienen drin. Aber wir können hier einen kleinen Trick machen. Und die Bienen hier reinpacken in die unterste Kiste. Und den Rest hier. Den tun wir hier auf dieses etwas stärkere Volk drauf. Sonst laufen wir hier Gefahr, dass die, weil ich da jetzt zwei Königinzellen reingemacht habe, dass die eben die Königin gar nicht bekämpfen, sondern dass die dann einen kleinen Minischwarm bilden. Ob die Königin miteinander kämpfen, hängt nicht nur ab von, ob sie jetzt, sag ich mal, sich über den Weg laufen. Das hat auch viel mit der Volksstärke zu tun. Und hat viel mit den Entscheidungen der Biene zu tun. Also was die Königinselektion angeht, ist es halt beidläufig. Die Königin untereinander kämpfen, aber auch die Honigbienen an sich entscheiden schon teilweise vor dem Schlupf, welche Königin reißen wir weg und eliminieren das Tier, dass es eben gar nicht erst zum Königinnenkampf kommt. Und wenn es zu Königinnenkämpfen unter den jungen Königinnen untereinander kommt, dann überlebt logischerweise immer die schönere, stärkere, flinkere. Und das ist übrigens auch der biologische Hintergrund, warum Honigbienen beim Schwarmtrieb im Muttervolk eben nicht nur eine Schwarmzelle hinterlassen, sondern viele, um die potenziell besten Königinnen für die nächsten Völker, ja, zu selektieren. Moment, da war ja noch was. Hier war noch irgendwo eine schöne Zelle. Oder habe ich da geschielt? Da. Habe ich nicht geschielt. Da ist definitiv eine Zelle hier. Wir haben jetzt allerdings überall schon zwei Zellen drin. Hier sind wir durch. Was haben wir da? Einmal, zweimal. Nochmal zwei. Merke ich mir mal kurz vor. War die eine Zelle, wo ich drin lassen wollte, nicht hier auf dieser Wabe? Ich denke ja. Ja, das war diese Zelle hier. Wobei eigentlich würde ich fast sagen, das ist die beste Zelle. Also ich entscheide mich nochmal um und sage zum zweiten Mal, diese Zelle ist die, wo ich hier in diesem Bienenvolk halten möchte. Übrigens, dieses Volk hier ist so groß, wenn ich hier zwei Zellen stehen lasse, ist ein
Nachschwarm, zu 100% vorprogrammiert. Deswegen lasse ich jetzt hier keine natürliche Selektion machen. Wir sind auch hier nicht auf dem Acker. Wir sind hier mitten im Wohngebiet. Und da werde ich jetzt wirklich nur eine Schwarmzelle stehen lassen, aber die anderen gehen alle durch die Selektion durch. Ist auch eine richtig tolle Zelle hier. So, ich nehme euch jetzt mal kurz mit zu meinem Bienenstock. So nenne ich mein Haus. Weil da oben steht nämlich das Homehive-Königin. Also die Homehive-Königin-Beute, wie wir sie nennen. Und normalerweise ist das auch die Königin-Produktion von Bivital. Nur seit Corona habe ich echt Schmerzen mit dem Geld. Und ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Kapital, um mir noch mehr von diesen Kisten hier kaufen zu können. Leider ist das alles, oder Gott sei Dank, ist alles eine extra Anfertigung für mich. Das Modell habe ich hier entwickelt über viele, viele Jahre. Und deswegen gibt es das auch nur bei Bivital. Und es gibt es auch, es wird nur produziert von meinem eigenen Schreiner. Ja, und die Preise sind da einfach wirklich hochgegangen. Und deswegen habe ich hier nur ganz wenige von diesen Kisten, aber sie sind genial. Also genau dafür ist eigentlich die regenerative Bienenhaltung gemacht, dass ich mit meinen selben Rähmchen arbeiten kann. Und anstatt abzuschneiden, hätte ich jetzt hier auch einfach nur eine Wabe tauschen können. So funktioniert dann eben diese Vermehrung von jungen Königinnen. Müssen wir Löcher reinschneiden. Zelle Nummer 1. Und Zelle Nummer 2. Und wieder in die Mitte rein. Also auch bei dem Volk haben wir jetzt wieder eine natürliche Selektion. Dass hier ein Nachschwarm rausgeht, ist potenziell möglich, aber extremst unwahrscheinlich. Weil dafür ist einfach dieses Volk zu klein. Und so kann man seine Bienen dann tatsächlich auch einschätzen lernen, eingrenzen. So, die restlichen Bienen können hier alle fliegen. Weg mit euch. Und wir haben hier, ich kann mal Hände waschen kurz. Die Mutterkönigin ist ja der Ligustica Hybrid Gelb 9. Deswegen schreiben wir es hier M Ligustica Gelb 9. In den nächsten Tagen wird diese Königin hier schlüpfen. Und dann haben wir zwei Königinnen, die sich gegenseitig selektieren. Übrig bleibt dann nur eine, nämlich die bessere. Und das habe ich ja jetzt schon, was haben wir öfter mal jetzt vermehrt? Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und hier kommt die Nummer 5. Weil hier habe ich nämlich genau dasselbe getan. Heute Morgen alle Nachschaffungszellen von der kleinen Apidea-Kiste gebrochen.
und das Volk vorbereitet zur Impfung einer Schwarmzelle. Wenn ihr eine Kiste, egal welche, sozusagen impfen tut mit Schwarmzellen und dieses Mini-Bienenvolk zum Beispiel Larven und Eier noch hat, dann müsst ihr in den nächsten 1 bis 2 Tagen nochmal jede Wabe hochheben und gegebenenfalls Zellen brechen, weil die Bienen machen ganz gerne nochmal Nachschaffungszellen von ihrer eigenen Genetik. Wenn ihr das halt nicht haben wollt, sondern wirklich die Zelle haben wollt, die ihr hier aus den Muttervölkern rausnehmt, dann solltet ihr nochmal nachprüfen, ob die nicht zwischenzeitlich Nachschaffungszellen gemacht haben. Ich habe mir heute Morgen schon das hingeschrieben, dass das die Gelb 9 wird. Deswegen brauche ich das jetzt nicht mehr tun. Hier schiebe ich jetzt nur eine Wabe kurz durch die Gegend, damit die aufhören mit diesem dicken Warmbaum. Und genau hier kann ich übrigens dann auch meine Zelle reinbringen. Schön, auf dem schneeweißen Wabenwerk halten die Zellen natürlich perfekt. Ja, hier ist diese schöne Drohnenbrut, die wir schlüpfen lassen dann. Würde ich jetzt nicht rausnehmen. Aber wir checken durch, ob nicht da Schwarmzellen sind. Unwahrscheinlich. Da war nichts. Und hier haben wir nochmal Drohnenbrut. Mit einer offenen Zelle. Die nehmen wir dann raus. Ups, da ist das blockiert. Und die habe ich leider nicht gesehen. Ich nehme es jetzt allerdings trotzdem. Habe ich tatsächlich. Naja, das war jetzt halt trottelmäßig. Okay, hat sich dann auch erledigt. Dann haben wir jetzt zumindest eine Zelle hier drin. Das ist ja schon mal was. Besser wie keine. Deckel drauf. Die kommt gleich wieder an den Platz auf dem Balkon. Die Drohnenbrut nehmen wir raus, wie gesagt. So, während ich zusammenbaue, kann ich ja noch mal kurz das erläutern, was wir jetzt gemacht haben. Also vor 7 Tagen habe ich hier vom Muttervolk einen Kunstschwarm gezogen und die ersten Ansätze der Schwarmzellen alle dran gelassen, nicht abgedrückt. Die Schwarmzellen sind herangereift. 7 Tage später habe ich sie geerntet. Das war heute. Wenn das Volk kleiner wäre, würde ich jetzt sagen, hey, lass mal da mal 3, 4, 5 Zellen stehen. Allerdings, so wie ich das Volk hier von meinem Gefühl einschätze, wenn ich da mehr wie eine Zelle stehen lasse, Nachschwarm vorprogrammiert. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier bei dem Volk jetzt nicht über die natürliche Selektion zu gehen, sondern zu sagen, hey, eine Schwarmzelle reicht aus. Und die anderen Schwarmzellen haben wir jetzt alle reingesteckt in weißellose, kleinere Miniaturbienenvölker. Und zwar einmal in die Apidea-Kisten, das sind diese hier. Und in mein Königin-Homehive, wo ich leider zu wenige Homehives von der Sorte habe. Sonst hätte ich jetzt definitiv alle Zellen reingetan in diese Homehives. Und das Schöne wäre, wenn ich jetzt mehr von meinem Homehive-System gehabt hätte, dann könnte man anstatt Zellen rausschneiden und reinimpfen, einfach die komplette Wabe nehmen und in die Homehive-Königin-Kiste reintun. Ja, dann ist einfach die Vermehrung wesentlich einfacher gemacht. Und erspart uns die Handgriffe zwischendrin.
Jetzt bauen wir das Zeug wieder zu. Und danach gehen wir nicht mehr in einen wöchentlichen Rhythmus rein, sondern ab heute beginnt der 14-tägige Rhythmus. Heißt, ich schaue dieses Bienenvolk in 14 Tagen wieder an. Und dann kann ich eigentlich den Rest des Jahres, beziehungsweise bis wir mit der Varroa-Behandlung durch sind, in einem 14-tägigen Rhythmus weiterarbeiten. Wir können sogar die Statistik auch schon zu Ende bringen. Dass ihr es auch gleich gesehen habt. Wir merken uns Hybrid Gelb 9. Weil jetzt ist nämlich die Mutter dieser neuen Königin, die 2022 geboren wird, der Ligustica-Hybrid. Gelb Nummer 9. Hat gerade noch hingepasst. Die Anpaarung wird hier bei mir sein, weil hier sind überall Drohnen von mir in der Luft. Das war eine Schwarmzelle diesmal, keine Nachschaffungszelle. Wir haben Drohnenbrut geschnitten, wir haben aber auch schlüpfen gelassen. Und ansonsten war die komplette Bewertung hier super gut. Warum ich jetzt hier nicht mehr in 7 Tagen reingucke, ist klar, weil wir haben den Schwarmtrieb hier einmal durchlebt mit dem Muttervolk. Dem Muttervolk geht es übrigens gut in Wolfer 2er, habe ich gestern durchgeschaut. Wir haben sie schon fleißig warm gebaut. Was es hier in nächster Zeit zu tun gibt, ist eigentlich nur noch in 14 Tagen mal kurz überprüfen, ob die Königin Eier legt. Wenn sie dann in Eiablage reinkommt, dann sollte man tatsächlich auch immer mal wieder Drohnenbrut rausnehmen. Also nach den Kriterien, die wir ja schon hier auch erläutert haben. Wenn das eine gute Genetik ist, könnt ihr die Drohnen schlüpfen lassen. Und wenn die Genetik nicht so toll ist oder auch die Drohnen halt Varroa belastet sind, dann schneiden wir die raus als Milbenfänger. Und das sind so die Sachen, wo auch in der Saison immer mal wieder stattfinden. Das bedeutet, nur weil dieses Bienenvolk jetzt eine neue Königin bekommt, heißt das nicht, dass die komplett aufhören mit Drohnenbrut. Speziell in Naturwabensystemen haben wir da eine ganz andere Wahrnehmung als Imker auch. Ne? Und die Biene entfaltet da ihre Biologie in diesem System. Und das heißt halt eben auch, dass eine junge Königin euch unter Umständen nochmal 3, 4, 5 richtig große Drohnenwaben hier legt. Und die können wir eben benutzen, um sie rauszunehmen. Und auch andere Kriterien wie Futterkontrolle und so weiter sollte man im 14-tägigen Rhythmus beibehalten. Das heißt, wir sehen uns hier in 14 Tagen wieder. Da zeige ich euch die neue Königin und wir machen, wenn sie schon begattet ist, ein Eier legt, dann auch gleich einen Punkt drauf. Die zwei Kisten, die gehen jetzt an ein anderes Grundstück. Diese Kiste, die bleibt so stehen, wie sie ist, weil die Königin lässt sich da ja begatten. Und wenn die begattet ist, dann verkaufe ich die oder benutze die für mich selber. Dasselbe gilt für die Königin da oben und auch für dieses Kästchen. Das lassen wir auch da oben stehen. An der Stelle danke euch, lieben Zuschauern. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Video. Tschüss!